Leider gibt es in Deutschland sehr viele Menschen, die Schwarzgeld produzieren, sei es im kleinen Bereich, die Eisdiele, das Nagelstudio oder die Bäckerei, aber auch im großen Bereich, zum Beispiel Drogenhandel, Hehlerei oder jemand, der 3 Millionen Euro erpresst hat von einem großen Unternehmen oder einem Multimillionär. Und die haben das Geld nun als Cash in so einem silbernen Koffer. Und dieses Cash müssen die als sogenanntes Schwarzgeld ja nun irgendwie waschen. Da bietet es sich doch an, für 100.000 Euro mehrere Baukräne zu kaufen in bar, die dann zu exportieren ins Ausland und vom Ausland das gewaschene Geld wieder zurückzuüberweisen nach Deutschland, um es dann legal in Deutschland zu haben. Wie genau das funktioniert, das bespreche ich nun mit Markus Bitzer. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmensteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und Markus Bitzer, der hat seine Ausbildung im Staatsdienst gemacht, der ist Diplom-Finanzwirt. Anschließend war er in der Zollfahndung tätig, über 15 Jahre, unter anderem im Dezernat für organisierte Kriminalität und Geldwäsche. Das heißt, er hat diejenigen verfolgt, die genau dieses Schwarzgeld waschen wollen. Er weiß also, wie das funktioniert und er weiß auch, wie man dagegen vorgeht. Markus, willst du mal kurz sagen, du bist ja nicht mehr im Zollbereich tätig. Was machst du? Ja, ich bin selbstständiger Unternehmensberater und berate halt Unternehmen für im Bereich des Zollrechts alle Fragen, Import, Export, die da so auftauchen, aber auch Rechtsanwälte und Steuerberatungskanzleien zu allen Problemen, die die mit ihren Mandanten haben, insbesondere wenn es um Steuerstrafrecht geht, im weitesten Sinne jetzt mal ganz weit gefasst. Okay, das heißt, wenn ein Mandant ein Problem hat mit dem Vorwurf des Schwarzgeldes und der Geldwäsche, dann wird der Steuerberater, wie wir in der Regel sagen, das ist nicht unser Schwerpunkt, sondern die geben das dann weiter an dich, Markus. Genau, dann wird gemeinsam geschaut, was man am besten da rausholen kann. Markus, eingangs stellt sich mir nun die Frage, was überhaupt Schwarzgeld ist. Gibt es da eine Definition zu? Schwarzgeld ist im ganz allgemein gesehen alles, was irgendwie illegal an Geldern erwirtschaftet wird und nicht durch die offiziellen Wege läuft, durch die Kassen läuft oder durch die Steuer läuft. Da stelle ich mir grundlegend zwei Bereiche vor. Das eine ist so der kleinere Bereich, den der Handwerker um die Ecke auch generiert. Sei es die Eisdiele, die Pizzeria, die Bäckerei, ein Nagelstudio, wo jemand sagt, ja, eigentlich mache ich 100.000 Euro Umsatz, das ist jetzt blöd mit Umsatzsteuer, außerdem noch 45% Einkommensteuer und plus Gewerbesteuer, dann sind ja fast 60% weg. Und anstatt 100.000 zu deklarieren, deklariere ich jetzt einfach nur 60.000 und die anderen 40.000, die mache ich mal schwarz. Das fällt in die Kategorie. Das fällt in die Kategorie, genau. Gut, jetzt habe ich diese 40.000 Euro in der Kasse, das ist der, ich nenne es mal den kleinen Bereich. Was wird mit diesen 40.000 meistens gemacht? Das hängt immer davon ab, in welcher Struktur wir jetzt denken. Wenn wir jetzt bei dem kleinen Bereich bleiben, dass also jemand 40.000 Euro an der Kasse hat vorbeilaufen lassen, wird er mit diesem Geld versuchen, seinen Lebensstandard irgendwie zu finanzieren und das Geld wieder in den Kreislauf reinzubringen, ohne dass er jetzt groß in die Geldwäsche einsteigen müsste. Okay, der hat zwar Schwarzgeld, braucht aber keine Geldwäsche. Was kann ich mir darunter verstehen? Der lädt dann seine Frau zum Abendessen ein, die zahlen die 100 Euro bar und dann ist schon mal ein Teil von den 40.000 Euro investiert. Zum Beispiel, ja. Okay, kann ich mir davon einfach ein Auto kaufen, so einen schönen Porsche für 100.000 Euro und dann komme ich mit meinem Geldkoffer zum Porsche-Händler? Schwierig. Also Bargeldgeschäfte sind nicht verboten, er könnte das machen, aber er müsste dann entsprechende Nachweise machen. Die Autohändler, wie auch viele andere, sind verpflichtet, dann den Kunden genau zu kennen, müssen Ausweise kopieren und schon so ein paar Nachweise verlangen. Also da wird es schwierig, das Kino ist da schon besser. Okay, dann gehe ich ins Kino für 20 Euro, das geht auch, lade ich auch meine Freundin ein. Um da jetzt mal bei dem Auto zu bleiben. Wenn ich das bei Porsche im offiziellen Store kaufe, ist es ein Problem. Wenn ich zum Gebrauchtwagenhändler gehe, der es offiziell macht, wahrscheinlich ebenso. Aber wenn ich jetzt ein Auto gebraucht kaufe über eine Online-Plattform und ich fahre dann hin zu dem Privatverkäufer und gebe dem das Geld bar, dann hat er die 100.000 bar und er zahlt es dann auf dem Konto ein und der wird nachher sagen, ja, ich habe es ja aus dem Auto verkauft, bei dem ist es dann eine feine Sache und ich habe es auch erfolgreich übertragen quasi und habe dafür als Gegenleistung Porsche. Genau. Das ist auch eine große Lücke, dass diese Privatgeschäfte einfach nicht kontrolliert werden. Mhm. Der Verkäufer hat ja einen Nachweis durch den Kaufvertrag für die Bank, woher er das Geld hat und damit ist alles gut. Jetzt wollen wir keine Anleitung geben, wie man mit diesem Schwarzgeld verfährt. Deswegen, also es ist eine sehr unglückliche Situation. Was müsste denn der Gesetzgeber jetzt an dieser Stelle machen, um sowas zu unterbinden? Also die einfachste Möglichkeit wäre es, wie es auch andere Staaten schon haben, Bargeldgeschäfte ab einer gewissen Summe einfach zu verbieten. Dass man sagt, ich kann jetzt privat kein Auto für 20, 30, 50.000 Euro kaufen oder auch beim Händler nicht, sondern dass alles über Banken gehen müsste, weil diese Überweisungen, die werden einfach kontrolliert, durch die Banken gescreent und dann... Spannend. Haben das andere Länder schon?
Ja, das haben viele andere Länder. Also Deutschland ist eines der wenigsten Länder, wo wir noch solche Freiheiten haben. Okay, das reizt aber in Deutschland leider dann auch an, viel mit Schwarzgeld noch zu agieren. Also das, wenn ich den Porsche für 100.000 Euro mit meinem Schwarzgeld kaufen kann, habe ich als Pizzeria-Betreiber auch die Motivation, 100.000 Euro Schwarzgeld zu machen. Weil ich kann mit dem arbeiten. Ja, das stimmt. Okay, jetzt kommen wir mal, das waren die Kleinen, wo ich so 10, 20, 30.000 im Jahr schwarz mache. Jetzt kommen wir mal zu den Großen, zu der organisierten Kriminalität. Das war ja auch jahrelang dein Schwerpunkt für die deutsche Regierung letztendlich, das zu vermeiden. Und was sind da die klassischen Branchen oder wo fällt in der organisierten Kriminalität meistens Schwarzgeld an? Ja, das, was eigentlich jeder aus dem Krimi kennt. Ne? Wir haben den Rauschgifthandel, der ist ja nur Bargeld, der da durchläuft. Erpressung, hast du eben schon genannt, ist auch ein großes Thema. Hehlerei, also alles, was Bargeld, viel Bargeld produziert, wo man das umsetzen möchte. Das sind die klassischen Fälle, wo es in organisierte Strukturen geht. Ich kann mir vorstellen, dass die Dunkelziffer viel, viel größer ist, als das der Normalbürger sich vorstellt. Allein wenn ich mir das Thema Erpressung angucke, ich glaube, die wenigsten Erpressungen werden öffentlich kundgetan. Wenn ein Supermarkt erpresst wird, wo vielleicht irgendwie ein Pudding eingeschleust wurde, der halt irgendwie nicht in Ordnung ist von der Substanz, weil irgendwas reingespritzt wurde oder irgendwas anderes, dann wird, glaube ich, sehr oft Erpressungsgelder gezahlt, die gar nicht so in den Medien landen. Und dann habe ich auf einmal diesen Geldkoffer von 1, 2, 3 Millionen. Ich kenne die Größenordnung nicht. Und dann stelle ich mir schon sehr schwer vor, diese 1, 2, 3 Millionen auch auszugeben. Ja, weil mehr als einen Porsche kann ich auch täglich nicht fahren. Und hinzu kommt noch die Hehlerei, also wirklich richtig organisierte Kriminalität und der Drogenhandel vor allem. Was passiert denn jetzt mit diesen Geldköffern? Wie kann ich die nun wandeln? Also bei dieser organisierten Form, da haben wir ja immer eine Struktur dahinter. Ne? Da reden wir also ganz platt vielleicht von Mafia oder Drangheta. Da gibt es verschiedene internationale Strukturen, die da funktionieren. Und die haben meistens schon große Netzwerke aufgebaut, in die dieses Geld dann reingeschleust werden. Und dann sind wir sehr schnell im Bereich des normalen Handels, dass die also sagen, wir kaufen jetzt Baukräne davon oder irgendwelche anderen Waren, die dann exportiert werden. Und dann habe ich ein normales Kaufgeschäft, was ich dann über meine Wege übers Ausland, über den Export ganz normal legalisieren kann. Okay, das müssen wir auseinanderdröseln. Ich gehe nun hin, kaufe einen Baukran. Was kostet so ein Baukran? 100.000 Euro aufwärts. Okay, ich kaufe mir für Bargeld 100.000 Euro so einen Baukran, aber habe ich jetzt nicht wieder das Problem, dass ich dann wieder meinen Personalausweis bei dem Baukranverkäufer hinterlegen muss? Ja, das kann ich ja machen. Das ist ja ein legales Kaufgeschäft. Ich kaufe ja auch den Kran. Ich möchte den ja auch exportieren vielleicht. Da kann ich ja ruhig meinen Ausweis hinterlegen. Und man muss sagen, bei diesen Strukturen kommt ja nicht immer der gleiche Käufer an, sondern das werden ja unterschiedliche sein. Also taucht einmal einer auf und das ist es halt. Okay, jetzt habe ich diesen Baukran und dann fragt mich der Verkäufer, wo soll ich die denn hinliefern? Ja, sage ich jetzt hier nach Köln und nach Bonn oder wo wird der hingeliefert? Nicht EU-Ausland, also möglichst raus, entweder afrikanische Länder, Nahe Osten, das sind so die Hauptzielländer für diese Waren, weil die dort auch sehr gut sich wieder verkaufen lassen. Okay, ist ja auch praktisch, weil der Export ja auch umsatzsteuerfrei ist letztendlich, genau. Auch im umsatzsteuerlichen Sinne. Dann kommt der Baukran im Nicht-EU-Land, Afrika oder Nahe Osten an und was passiert dann? Dann wird er da tatsächlich verkauft, wird wieder Geld generiert. Wie das dann vor Ort läuft, das müssen die dann selbst entscheiden. Entweder wird dann wieder Bargeld gezahlt dafür oder meistens sind es aber Überweisungen, die dann auf das Firmenkonto eingehen und von dieser Firma kann es dann wieder weiter transferiert werden. Ich verstehe jetzt, warum es ein Baukran ist, weil der Baukran wirklich im Ausland auch genutzt wird und gebraucht wird, weil die brauchen auch Baukräne da. Genau. Ja, mit dem Porsche wird das vielleicht seltener in Afrika der Fall. Ja. Okay, und dann bekommt der Verkäufer dort die 100.000, vielleicht aber auch weniger wie 100.000 oder 90.000 auf sein Konto. Mhm. Und das kann er jetzt legal wieder nach Deutschland bringen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau, er ist ja dann, wir sind ja dann schon in einem Handelsgeschäft drin. Wir haben ja dann das Geld in einem Unternehmen und da bist du ja eher Spezialist, was das Unternehmen mit dem Geld anfangen kann. Das kann ja dann weltweit transferiert werden und eingesetzt werden. Kann irgendwas dafür investiert oder gekauft werden. Also wenn ich einmal in einer ausländischen Kapitalgesellschaft drin habe oder bei einer Privatperson, aber Kapitalgesellschaften sind da, glaube ich, bessere Strukturen, kann ich es als Darlehen nach Deutschland geben und in Deutschland mitarbeiten. Ich kann damit eine Tochtergesellschaft in Deutschland gründen und es als Eigenkapital reingeben, was ja alles legale Wege letztendlich sind. Und so habe ich das letztendlich in Deutschland wieder verfügbar. Genau. Eine Privatperson zu überweisen, würde mir spontan schwierig vorstellen, weil hätte ich entweder eine Schenkung oder irgendwas anderes, oder einen Erbfall oder irgendwas müsste ich da deklarieren. Ja. Aber in den unternehmerischen Bereich zu investieren, fällt mir sehr, sehr leicht an dieser Stelle. Ja. Was sind das für Menschen? Sind das Staatsangehörigkeiten? Sind das Deutsche? Sind das Ausländer? Sind das Junge? Sind das Alte? Sind das meistens Personen, die im Ausland oder im Inland leben? Wer macht sowas in dem Stil, in dem großen Stil?
Das kannst du gar nicht begrenzen. Es sind alle dabei. Ich sage ja, die mafiösen Strukturen gibt es in vielen Ländern. Die haben dann immer noch andere Namen, aber die Strukturen sind immer die gleichen. Also man kann es gar nicht runterbrechen, ob es jetzt der deutsche Rentner ist oder der italienische Mafia-Boss. Ja, ja. Jetzt versuchen wir natürlich dagegen vorzugehen. Und die Frage ist, wie habt ihr das als Zollfahnder gemacht? Wie geht man vor? Gibt es da Strategien? Welche Gesetze gibt es dafür? Und auch die nächste Frage, welche Gesetze müssten wir noch erlassen, um noch besser gegen solche Strukturen vorzugehen? Ja, gut, über bestimmte Ermittlungstechniken kann ich natürlich nicht reden, aber es ist so, dass schon vieles überwacht wird. Auch die Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, Banken, die haben alle Meldepflichten für auffällige Transaktionen. Da gibt es auch eine Zentralstelle, die beim Zoll angesiedelt ist, die das halt auch überwacht. Und wenn es dann bestimmte Anhaltspunkte gibt, gibt es weitere Ermittlungen, die dann halt klären sollen, ist das eine legale Transaktion oder ist da irgendwas hinter, was da nicht so wirklich passt. Das wird alles so ein bisschen abgerundet durch die Geldwäscheverordnung, Geldwäschegesetze, die wir haben in Deutschland. Die ist schon sehr weit gefasst. Was schwierig ist, dass wir halt dieses bargeldintensive Geschäft alles noch haben in Deutschland, dass das noch möglich ist. Und da wäre meine Idee, dass wir diese Bargeld-Obergrenzen einfach einführen, wie andere Länder sie schon haben. Du hast eingangs erzählt, Italien hat das zum Beispiel. Bei wie viel Tausend waren die nochmal? Italien hat alles über 1.000 Euro. Es gilt nicht bar. Ich kann keinen Gebrauchtwagen kaufen für 1.000 Euro. Nein. Wenn der Kinobesuch irgendwann teurer wird, über 1.000 Euro, kann ich nicht mal ins Kino gehen mit Bargeld. Genau. Ja. Okay, total spannend. Das würde uns natürlich extrem einschränken in Deutschland. Ja? Aber auch das Schwarzgeld und die Geldwäsche vor allem stark einschränken. Markus, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super spannendes Interview. Denken Sie daran, den Kanal einmal zu abonnieren und geben Sie dem Video auch ein Like. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.